Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ. Wieder mit dabei, Kevin. Das war ja eigentlich schon klar, weil wir auch zusammen spielen wollten. Ja, wir sind wieder in der Fabrik, wo wir, glaube ich, letztes Mal denn wegen Serverausfall Ja, das war schon rausgeflogen sind. Serverausfall, ja, genau. So, und weil wir jetzt auf einem neuen Server sind, wollen wir nochmal einmal ganz schnell so die wichtigsten Punkte hier durchlaufen, würde ich sagen, dass wir Wie kann man nochmal sprinten? Doppel-W. What the fuck? Was? Ich habe jetzt gerade gedacht, Alter, was ist mit damit kaputt? Hä, wo wollt Aber wie kannst du normal gehen? Wie kannst du normal gehen? Weil ich gehe nämlich langsam. normal gehen? Also mit Tab gehst du langsam. Nicht mit Tab. Ah. Den klau ich dir jetzt schnell. Schade, hat nicht geklappt. Hey, du hast dein. Wie kann Hey, man da das? liegt Munition. Ja, warte mal. Wie kannst du es auf? Alter. Ich habe nur so eine schwule Crowbar. Das ist aber auch nicht meine. Ich hätte mir mal vorher angucken. Die Munition, was ist das für eine Munition? Ist es Nee, Shotgun-Munition? das ist. Wenn ihr kurz. Kevin, tanzt mal vor mir rum, damit die Zuschauer. Ja. Währenddessen suche ich mal Daisy Stand Alone. Welche Munition ich genau für meine Waffe brauche. Oder steht das, wenn ich. Guck mal, das gucke ich vorher. Steht das, wenn ich hier Inspect sage? Nee. Steht nur eine Geschichte von der Waffe Okay. drin. Dann müsstest du es auch mal gleich bei mir nachgucken. Meine ist die IZH 43 Shotgun. Hier, so, hier steht für 62. Das ist die richtige Munition. Ja, Load Ammo. Ich hab das, hab ich. Load Ammo. Load Ammo. Okay, load. Hast du denn auf Wie die viel Schuss? Patronen gedruckt oder gedrückt oder was? Ja, dann konnte ich da Rechtsklick sagen und. Oh, ich bin ganz durstig. Ich könnte sein, dass ich gleich vom Fleisch falle. Wir müssen Ich unbedingt. glaube, Hast du du noch was zu trinken? nein, aber ich glaube, du dehydrierst vorher, bevor du irgendwie. Ja. Und ich habe ja Desinfektionsspray. Also würden wir jetzt einen toten Spieler oder so, also einen Spieler töten, immer angenommen. Dann sollten wir vorher erstmal seine Sachen desinfizieren, weil er könnte ja todkrank sein. Womit wir, würden wir es anziehen, auch ebenfalls erkranken. Das wäre natürlich scheiße. Ich habe da so ein bisschen was nachgelesen zum Vorbeugen von Erkrankungen. Also ich bin am Austrocknen, steht da. Am Austrocknen. Ja, das steht da, wirklich. Es könnte sein, dass wir gleich nicht mehr. Hast du was zu trinken? Ich habe eine Frucht und Gib die trinken. Die gibt Vitamine und Vitamine sind auch gegen Krankheiten. Aber lass uns erstmal rumlaufen, denn vielleicht, Ja, lass mal jetzt ich bin suchen. hier die Treppe hoch. Weißt du? Gang weiter, Treppe hoch. Ich nehme jetzt erstmal eine andere Waffe, weil ich will ja nicht noch irgendwie hier einen Schuss abgeben und die Zombies ab. Aber ich habe jetzt Herlock. erstmal Munition für meine. Alter, das leckt gerade ein bisschen bei mir. Weil Alter! sonst, ich glaube, vielleicht habe ich sogar Munition für dich. Danke. Also, was sie. Gott, Da es ist eine leckt. Rottenbanane. Naja. Ach, ich wollte noch gucken, was für eine Munition du brauchst. Das mache ich gleich. Ich will jetzt erstmal mein Wasserproblem versuchen zu lösen. Ich Ja. glaube zwar, dass ich das. Achso, du bist ja auch hier oben. Hier ist nichts los. Wie geht man noch, wie benutzt man nochmal Leitern? F? Vielleicht? Danke. Echt, war F? Ich hab Das war F, geraten. das war. Ja, es ist jetzt schon wieder 2 Wochen her, wo wir das letzte Mal gespielt haben. Ach, da bist du. Du warst intuitiv richtig, sag ich mal so. Krass. Ja, du guckst da oben, ich gehe wieder Alter! nach unten. Jetzt. Das heißt, Kevin. Oh, er sagt mir wieder, ich bin am Austrocknen. Bei mir sagt er nur irgendwie, der Spieler Private Cowboy verliert die Verbindung, Mensch. Sehr interessant. Ich glaube. Oh. Ich habe hier einen Scheißapfel. Scheißapfel. Oder, ja. Oh, wow.
Kann man hier auch meinen eigentlich seit neuestem? Das kann gut sein, warum? Weil ich habe jetzt hier eine Pickaxe. Nimm die mit, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber die könnte stark sein. Ich weiß nicht, ob die stärker ist als deine Schaufel, das müssten das wir in Erfahrung bringen. Oh Gott, die braucht viel Platz. Also gerne in die Kommentare, welche Waffe ist stärker. Matti? Hier ist eine... Soll ich hier, die Sprühfarbe rausschmeißen? Also ich habe so eine Sprühflasche mit grüner Farbe. Ich habe ja auch einen, willst du einen grünen Motorradhelm haben? Ach geil, komm eben nach oben. Komm du nach unten, ich nehme ihn dir mit. Alter, wie viel Platz braucht diese verkackte Pickaxe? Ach, die tauscht man einfach gegen die Schaufel ein. Ups. Ja, Fehlermeldung sofort weggeklickt. Confirmation of change. Kann das sein, weil ich so durst? Irgendwie kommen die Farben hier nicht mehr so knallig. Oder kann das daran liegen, dass ich kurz... Irgendwie wird alles immer grauer. Dann sollten wir schleunigst was zu trinken holen. Ansonsten sage ich schon mal Adieu, Matti. Und unsere Planung ist für den Arsch. Oh, hier ist ein Hemd. Komm, lass uns nach... Wir hatten nämlich jetzt den Plan nach... wie heißt das? Polana zu gehen, wo Kevin hergekommen ist. Kommst du jetzt nach unten? Sofort. Ich will nur mal eben mein Hemd zerstückeln. Aber sonst geh ich vor. Ich habe Angst. Ich will jetzt nicht drauf gehen. So. Ich habe gerade nämlich jetzt 6 Dinger, Verbindungsteile. Verbundstoffe. Wo bist du? Ich bin vorne schon an der Straße. What? Ich bin gestorben. Nein, jetzt ehrlich? Ich bin aus dem ersten Stock gesprungen. Wer denkt denn, dass man da stirbt? Du bist tot. Ich bin tot. Steht da denn You are dead oder irgendwas anderes? Da steht You are dead. Wer denkt denn, dass man aus dem ersten Stock stirbt? Oh. Hallo, Leute! Dann nee. hat sich das ja auch schon erledigt hier. Dann also unsere Planung für heute ist für den Arsch. gehst du immer an meinen Leichnam und plünderst da so ein bisschen was? Du hast ja nichts, ich will jetzt trinken finden, sonst bin ich der Nächste. Ich hab eine Orange und die kannst du vielleicht auch schon mal essen, trinken. Ich mach mir jetzt auf den Weg und versuche Wasser zu finden. Okay, oder eine Soda oder so. Dann läufst du Richtung Berenzino oder Richtung Polana? Polana, okay. Dann komme ich daher, ich spawne in kurzen 14 Sekunden wieder. Das ist doch mal ein Ding, also, das ist doch schon mal ein geiler Start. Ich nehme mir schon mal die Waffe hier. Ich laufe langsamer, wenn ich die Waffe habe. Dann packe ich die lieber weg. Und ich kann es auf dem Leck meines PCs schieben. Wo bin ich jetzt? Ich bin in einer Stadt. Ich sehe ein komisches Gebäude mit einem Werbeplakat vorne. Eine Busfahr, ein Straßenschild. Ja, du suchst jetzt erstmal wieder nach einem. Vielleicht bin ich in Berenzino und du nicht. Bats. Und ich sehe einen Schornstein. Ich sehe einen Schornstein. Und die Kräne. Es sieht nach Berenzino aus. Ja, ich glaube, es gibt in jeder großen Stadt Kräne und. Das sieht aber nach Strand aus und. Entweder bin ich in. Nicht bin neue. Ich irgendwie falsch gelaufen? Entweder bin ich in die Schnoje oder Berenzino, weil das sind so die beiden strandnahen Städte. Laut. Oder schätze ich. Ich habe die Karte nämlich hier nebenbei. Ach doch, das sieht nach ein paar Häusern aus. Sollte man lange laufen oder sollte man es eher vermeiden? Doch, du kannst lange laufen. Du kannst unendlich lange laufen. Oder wird man da nicht durch irgendwie noch hungriger als sonst auch? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich meine aber sowas noch nicht gehört zu haben. Ich bin in der Stadt drin, aber ich finde kein Stadtschild. Wir haben jetzt auch gerade vor ein paar Stunden ist das neue Update erst rausgekommen. 45 Punkt, ganz viele Zahlen. auf jeden Fall 45. Auf jeden Fall 45. Also nur so, 45. Ausschau nach Zombies halten. Okay, ich bin in... Ja gut, das kommt hin mit dem Schild. Aha, meine Framerate ist jetzt hier gerade ein bisschen am... Zombie, Becken. Zombie! Wo? In meiner Stadt. Hinter mir.
Wie entkommt man am besten von Zombies? Diese Frage könntet ihr auch am besten auch mal irgendwie beantworten. Um die Ecke, du musst aus dem Sichtkontakt rausgehen. Okay. Dann. Das sieht sehr nach Berenzino aus. Mann, erschreckt mich nicht so. Hier kamen gerade aus dem Boden Zombies, hier durch den Boden gelaufen. Alter, der Zombie verfolgt mich. Oh, ich fühle mich nicht wohl hier. Kann ich da rein? Abgeschlossen. Jetzt schnell durch die Container. Zum Glück backt der Zombie hier irgendwo fest. Boah, wie kann man Türen schließen? Was? Türen schließen? Bringt dir nichts, sie laufen durch die Türen. Was habe ich hier? Sardinen. Nehme ich mit. Hunger. Ich habe hier eine Schaufel, die nehme ich auf jeden Fall mal mit. So. Kommt ihr jetzt hier durch die Mauer? Ich hoffe nicht. Was haben wir da hinten? Bitte eine Soda. Nein, eine Spraydose. Eine Spraydose? Okay. Eine Spraysoda. Eine Spraysoda. Ja. Scheiße. Bin zu. Haben die auch an Kohlensäure gedacht? Falls das irgendwann mal übersprudeln sollte, wäre ganz schön beschissen. Ich höre hier Zombie-Geräusche, aber ich weiß nicht wo und wie und. Das schreckt mich nicht so. Es ist ein Zombie. Was ist denn passiert? Der kam einfach so durch die Tür. Alter. Das ist. Schon. Oh, was ist das? Geh auf! Scheiß Tür, geh auf! Bacon. Ich nehme jetzt alles mit, was man irgendwie essen kann. Bin ebenfalls gerade durch die Tür geglitscht. Und ich krieg die Tür nicht mehr auf. Ich bin durch die Tür geglitscht und jetzt bin ich. Wasser. Trinken. Nein. Schnell raus und schnell weg. Oh. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal eine Schaufel, aber. Oh, Alter. Ich habe mich gerade total erschrocken. Nein. Also, das hätte man jetzt überhaupt nicht bemerkt, dass du dich erschrocken hast. Ich kann das ein normaler Spieler, weil der hatte eine Militäruniform. Alter, ich wurde zurückgesetzt. Leck mich doch. Es ist passiert, Kevin. Was denn? Ich bin unbewusstlos. Unbewusstlos? Okay, nein, bewusstlos. Und ich glaube, ich werde nicht aufwachen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt warten? Ich habe jetzt eine Pickaxe. In der neuen Aufnahme sind wir beide gleich erstmal hin. Haben gerade einen Plan geschmiedet, wo laufen wir hin jetzt und was machen wir und. Vor allem, wir waren auch schon so dicht zusammen und das sah auch alles voll gut aus und so und dann. Ich habe gerade Munition gefunden, ne, und habe noch keinen Schuss abgegeben. Voll der Beschiss hier. Alter, man kann. Oh. Ich laufe hier gerade auch so mit. Metallweg rum. Ah, schön, eine Jacke. Will ich neu starten? Kevin, sag doch mal, soll ich mein. Ja, mich kann ja keiner wiederbeleben. Ich gebe jetzt auf. Ich bin jetzt gleich tot. You are tot. Hä? Wo ist jetzt meine alte Jacke hin? Die habe ich jetzt nicht weggelegt, aber. Ich habe die auch nicht zerrissen. Hä? Ich habe eine neue aufgenommen, die mir angezogen. Aber auch nicht zerrissen. Komisch. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Pulli, wo ich wieder ein paar mehr Anziehmöglichkeiten habe. Yay. Und den Zombie habe ich sehr wahrscheinlich jetzt abgeschmettert, abgeschüttelt. Abgeschüttelt. Shake your Zombie. Wie kann man sich ducken mit Y? C. C. Please wait. Rote Verbindung. Hast du auch gerade rote Verbindung? Ja. Oh, gerade angefangen und dann kackt der Server. Bestimmt macht der Server gerade Reset. Wegen. Damit wieder die Gegenstände gespawnt werden. Da ist ein Zombie im Haus, da laufe ich nicht rein. Ich laufe doch nicht in die Falle. Ins Nest. Ich bin hier gerade richtig im Nest. Aber diesmal haben wir echt hier mehr Zombies als sonst. Ich bin mal gerade. Also. Die Verbindung macht mir echt jetzt gerade zu Sorgen. Na gut, Internetverbindung haben wir. Okay. Sonst? Sonst würden wir auch gar nicht miteinander sprechen, Matti. Stimmt. Könnte ja sein, dass er plötzlich über LAN geht, ne? Ja, bei Skype. Total. Wollen wir einen anderen Server suchen? Das läuft doch gerade alles so gut. Ja, keine Verbindung. Und ich sehe nur Peace Raid. Ja, klar, komm. Ja, lass uns mal eben einen anderen Dingens suchen. Zurück. So. Also.
Dann machen wir es live in der Aufnahme. Live Server suchen. Das ist auch mal was. Also das gehört zu DayZ dazu. Oder lustig wäre jetzt, wenn ich... Ja? Okay. Ich hab noch den grauen Bildschirm. Oder ist das jetzt normal? Gucken. So, Spieler. So, wir suchen jetzt mal wieder ein... Wir suchen volle, damit da auch was los ist, damit wir auch mal Kontakt haben. Elite-Truppe. Friendly. Ja, ich join dir einfach gleich nach. Ich bin gerade im Reiter Freunde und warte, bis du da schön gemächlich reinschlitterst in die Gruppe. Ach ja.